Hast du dir den auch geholt, Zacki, den Season Pass? Also der jetzige ist zwar nicht so toll, aber der ist ja rein theoretisch kostenlos, weil du holst dir diesen Season Pass einmal und wenn du den komplett voll machst, diese ganzen 70 Stufen, dann bekommst du den nächsten kostenlos, weil du hast genügend, ich sag mal, Gems eingesammelt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die hier heißen. Aber dann hast du genügend wieder, sodass du dir den nächsten kostenlos holen kannst. Und das ist Demogorgon. Boah, sorry, sorry, ich musste mich kratzen, ey. Wasabi, Entschuldigung. War es einfach zu scharf. Tut mir leid. Ich würde zwar gerne meine Hand sofort an der Tastatur haben, aber ich muss aufpassen wegen dem Mikrofonarm. Spielt nicht so viel. Das ist schon ein lustiges Game. Also wie gesagt, wenn es nicht so viele Killer geben würde, dann klar wäre es dann um einiges langweiliger. Aber da die Vielfalt zu groß ist, es ist schon echt geil. Ich glaube, dort hinten am Hügel war er. Ja, guck mal, jetzt kommt der nächste Killer wieder. Hellraiser. Also sieht auf jeden Fall echt geil aus. Vor allem das mit dem Ke mit den Ketten. Na, allein mit den Animationen, das ist schon echt cool gemacht. Ach Quatsch. Oh, geiler Skin, mein Freund. So, aber diese Runde sieht schon besser aus. Zacki. Siehst du, er hat einen Hook bisher. Und wir haben zwei Gens dafür. Das ist schon mal guter Ausgleich. Echt? Lauf weg, das ist eigentlich meine Palette, die da war. Aber der Skin sieht geil aus. Ja, selbst schuld. Pech gehabt. Er ist aber schon. Scheiße. Okay. Er kriegt mich nicht. Na, guck mal jetzt. Wir haben jetzt schon drei Gens. Das ist jetzt der vierte und er hat zwei Hooks. Das heißt, ich glaube, wir haben gewonnen. Los, heim mich. Oh mein Gott, ich bin fast voll. Ich bin fast voll. Mach. Oh mein Gott. Ja. Ohne Scheiß, hast du verdient. Hast du voll in deine Fresse. Das hat er verdient. Der hat mich. Oh mein Gott. Der hat mich. Ja, Z. Ich glaube, der nennt sich Z, weil er noch nie mal weiß, wie sein Name geschrieben wird. Oder er hat zu viel Zorro geguckt oder so. Meine Gott. Alter, hätte nur einmal kurz anditschen müssen. Ich wäre voll gewesen. Also, Survivor kann man nicht vertrauen. Zacki, das wirst du auch noch lernen. Du darfst keinen einzelnen. Willst du mich verarschen? Verpiss dich. Nee, komm, verpiss dich. Ja, nee, komm, verpiss dich. Ja. Das wirst du auch noch lernen. Vertraue keinen Survivor. Nie. Keine Randoms vertrauen. Nie. Klar, wir könnten jetzt Gen machen, aber nö, mache ich nicht. Ich heile mich jetzt erstmal.
Nana, wieso? Du darfst keinen Random vertrauen, weil du nie weißt, ob er dir hilft oder nicht. Grundsätzlich, wenn du zum Beispiel jetzt am Haken hängst und die Ausgangstore sind offen, die meisten gehen bei und retten ihren eigenen Arsch. Du stirbst in dem Moment. Das ist immer so, grundsätzlich. Es sei denn, du hast wirklich gute Spieler dabei. Die können auch einiges reißen. Aber so Randoms, allein Randoms, du, man sieht es ja schon meistens, dass die nie Gens machen. Ach, scheiße. Ach, Mann. Okay, er weiß, wie man Killer spielt. Das ist schon mal blöd. Das ist schon mal blöd. Nein, komm doch nicht. Ja, selbst schuld. Er schnappt mich schon wieder im Weg. Lauf, 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 lauf. So, kurz nach hinten laufen. Nee, es ist leider wirklich so. Solange du nicht mit deiner Gruppe spielst und Absprache halten kannst, mach es einfach nicht. Wirklich. Ist halt so. Ist wie in der Realität, ja, das stimmt. Nee, aber es ist wirklich so. Das Tor fasst keiner an, richtig? Ja. Sie steht die ganze Zeit da. Warum machst du dieses scheiß Tor nicht auf? Was ist dein Auftrag? Dumm auszusehen, ich weiß. Deswegen spielst du Killer als Main. Ach so, ihr kennt euch, oder was? Nein, ist nicht deins. Guck mal, sie war am Ausgang. Meinst du, sie macht irgendwas? Nee. Sie hat das Tor nicht einmal berührt. Ist das dein Ernst? Sie hat das Tor nicht einmal berührt. Sie schwirrt die ganze Zeit hier hin und her und macht nicht einmal das Ding auf. Ja, sie, ich würde sagen... Ach ja, und macht das Tor immer gleich auf. Weil ihr könnt nie davon ausgehen, dass es funktioniert. Immer gleich das Tor öffnen, wirklich. Immer öffnen. Ihr wisst nie, wie die Survivor spielen. Immer aufmachen und rettet euren eigenen Arsch. Guck mal, jetzt ist er auch noch im Keller. Er ist zwar jetzt frei, aber... So, das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist... Versuchen zu tanken. Ja, los, lauf, lauf. Hui. Boah, das ist mies für ihn. Das ist mies.